Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einem grossen Angebot, günstigen Preisen und mit Menüvorschlägen von Betty Bossi macht Goldbinne dieses Jahr das Planen und das Gestalten der Festtage besonders leicht. Ein Vorspeis und ein Hauptgericht haben wir Ihnen in den beiden letzten Sendungen schon vorgestellt. Heute ist logischerweise auch noch etwas Süßes fällig. Weil sich aber auch eine Käseplatte besonders gut zum Abrunden eines Festessen eignet, schauen wir, was uns der Spezialist empfiehlt. Herr Schwegler, wie sieht eine perfekte Käseplatte aus? Weil die Geschmäcker so verschieden sind, empfiehlt es sich für alle, etwas auf die Platte zu tun. Und hier sehe ich vor allem unseren Klassiker, einen Greyerzer oder einen Tilsiter. Dann ein Prix de Mont oder von der Hartkäse Pecorino Brigante aus Schafmilch. Auch ein Roquefort oder ein Taleccio eignet sich sehr gut. Zum Ausgarnieren und Vervollständigen empfehle ich eine Tetemann-Rosette oder einen Sprienz-Hobelroll. Haben Sie bei Ihnen an der Bedienungstheke auf die Festtage noch weitere Spezialitäten? Sie haben es erraten. Zum Beispiel haben wir den Roche-Baron Surprise. Ein Blauschimmelkäse mit einer Füllung aus Frischkäse, Honig und Nüsse. Daneben ein Brie, gefüllt mit Doppelrahmfrischkäse und Schnittlauch oder als exklusive Variante mit einer Trüffelfüllung. Besonders dekorativ an diesen Festtagen ist natürlich dieser hier, der Sternbrei, ein Rahmmilchkäse in Sternenform. Danke, Herr Schwegler. Bitte. Auch in der Selbstbedienung können wir auf die Festtage etwas Besonderes bieten. Ein Käseblättchen «Selection de Fête» mit einer Auswahl von 4 beliebten Spezialitäten zum Festtagspreis von weniger als 10 Franken. Jetzt schalten wir aber sofort um ins Teleskop zu den Vorbereitungen des versprochenen Mango-Dessert von Betty Bossi. Wir machen einen Mango unter einem Meringue-Haube. Und ich die Haut umstülpen. So. Das einfach so ein bisschen köcheln, bis du das einen schönen Kompott gibt. Das wäre also unsere Mango unter einem Meringue. Das ganze Rezept sehen Sie wie immer in voller Länge zum Nachkochen, morgen über Mittag um 12:30 auf dem Sender und in der neuen Coop-Zeitung. Die Mango für das Dessert offerieren wir Ihnen neben frischen Ananas diese Woche zum Aktionspreis. Und hier gerade noch ein paar weitere Aktionen. Profitieren Sie! Tamara? Das stimmt. Denn auch diese Woche haben wir zahlreiche Halbpreisangebote. Zum Beispiel Coop Crevette Party Tail On für 9,90 Franken. 6 Liter Happy Day Orangensaft gibt es für 3,90 Franken. Und ein Rollschinkli von Coop Naturaplan für 16 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die ihr nicht verpassen solltet. Bei mir begrüsse ich jetzt den Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Herzlich willkommen. Salut Pascal, grüezi miteinander. Armin, im Teleskoprezept ist eine Meringue-Haube serviert worden. Ja. Ist ein bisschen heikel zu machen, oder nicht? Nicht ganz einfach, aber auch keine Wissenschaft, wenn man weiss, wie es geht. Das Eiweiß muss kalt sein und super getrennt vom Eigelb. Sonst kann man es nicht schlagen. Und mit einer Prise Salz geht es besser und schneller. Man muss es aber nicht unbedingt von Hand schlagen, oder? Nein, das muss man nicht. Aber das Handrührgerät am Anfang nicht voll laufen lassen, langsam anfangen und den Zucker löffelweise dazugeben, dann funktioniert es. Was allerdings auch der beste Koch nicht kann, ist eine Meringue-Haube im Voraus zubereiten. Richtig, eine Meringue-Haube muss man immer frisch machen. Danke. Et voilà, ein Mandarinen-Parfait. Und so könnte ein feines Weihnachtsdessert aussehen. Danke, Armin. Gerne geschehen. Gute Ideen für festliche Dessert hat auch unsere Tiefkühlabteilung und offeriert Ihnen jetzt wieder besonders feine und attraktive Eistorten. Unter anderem finden Sie in unseren Läden beliebte Klassiker wie die Schwarzwälder Torte, die Kirschtorte oder die Waschrentorte, um nur einige zu nennen. Das war es für heute. In einer Woche feiert auch das Mittwochstudio Weihnachten. Das ganze Team wünscht Ihnen darum schon heute schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Neues von Coop gibt es wieder am 1. Januar. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.